Willkommen im Podcast Flow Yoga Multistyle. Ich bin Lisa, Expertin für Aerial Yoga, Acro Yoga und Vinyasa Flow. Seit 2014 bilde ich neue YogalehrerInnen aus im Yoga Fusion Studio in Wien, weltweit und online. Mein größter Wunsch ist es, dass auch du deine Yoga-Leidenschaft zum Beruf machen kannst. In diesem Podcast teile ich deshalb mit dir mein geballtes Wissen aus 10 Jahren Yoga-Erfahrung zu spannenden Themen rund um Yoga-Theorie, Praxis, Unterricht, Business und Marketing. Viel Spaß mit der heutigen Folge! Hallo, ich bin die Lisa von Flylight Yoga und ich bin eine von zwei Lead-Trainerinnen in der Flow-Yoga-Multistyle-Ausbildung im Yoga Fusion Wien und ich beantworte heute ein paar Fragen für euch. Mein Yoga-Weg begann im Jahr 2000 oder 2001. Das war nämlich die Zeit, in der ich nach Wien gekommen bin. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg. Ich war dann ein Jahr lang in Frankreich und bin dann nach Wien gekommen und habe nach meiner Ankunft relativ bald Yoga entdeckt. Ich habe Yoga praktiziert mit einer ganz klassischen, traditionellen Hatha-Yoga-Lehrerin und war sehr schnell sehr fasziniert von dieser sehr, sehr spannenden Praxis, die mich einerseits ein bisschen an meine Grenze gebracht hat, sowohl körperlich als auch mental, aber dennoch auch so erfrischend und wohltuend und ausgleichend für mich gewirkt hat. Meine Yoga-Praxis hat sich dann über die Jahre mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger intensiviert und vertieft, bis ich dann 2013 soweit war, dass ich unbedingt eine Lehrerausbildung machen wollte. Bevor ich begonnen habe, Yoga zu unterrichten, war ich schon tätig als freischaffende Künstlerin, und zwar im Bereich des Tanzes. Ich habe mich damals spezialisiert auf Feuertanz und Tanz mit verschiedenen akrobatischen Elementen. Unter anderem habe ich mich dann spezialisiert auf das Spiel mit dem Hula-Hoop-Reifen, und zwar mit mehreren Hula-Hoop-Reifen, also Multi-Hooping. Und in dem Bereich habe ich mich schon vor Yoga selbstständig gemacht. Teilweise noch nebenbei war ich beruflich tätig für eine Firma in der Showbranche, habe dort viel im Büro gemacht, Marketing und so weiter, Webauftritte organisiert. Und davor war ich in einer Werbeagentur, habe auch eine Ausbildung für Marktkommunikation an der Werbeakademie Wien und habe in der Werbung 1, 2, 3 Jahre gearbeitet, bis ich rausgefunden habe und gespürt habe, dass das nicht wirklich mein Weg sein wird. Und habe dann gewechselt, hatte die Chance zu wechseln zu dieser Performance Company, die im Showbusiness tätig war, und habe dort dann nebenbei auch meine erste Selbstständigkeit aufgebaut als Künstlerin, als darstellende Künstlerin. Und habe aber schnell gemerkt, dass ich noch einen anderen Ausgleich brauche. Und da hat das Yoga wunderbar gut getan. Denn gerade in der Akrobatik trainiert man den Körper teilweise sehr einseitig und sehr viel auf Spannung. Und da geht auch die Entspannung manchmal so ein bisschen verloren. Das spielt natürlich nicht die Hauptrolle. Und ich habe gemerkt, dass Yoga da ganz einen besonders wichtigen Teil gespielt hat, um gewisse Muskelgruppen für mich zu stärken als Ausgleich zu meiner anderen akrobatischeren Tätigkeit. Und nachdem Yoga auch so einen besonders tollen Effekt hatte auf mich und meinen Gemütszustand und meine Ausgeglichenheit, war das für mich der perfekte Ausgleich zu meinen anderen Tätigkeiten. Ja, so hat mich Yoga eigentlich von Anfang an fasziniert und mich stetig begleitet über viele Jahre hinweg bis heute. Ja, also ich bin Yoga-Lehrerin und darstellende Künstlerin und ich bin auch noch in verschiedenen Vereinen tätig. Ich bin ehrenamtlich tätig in zwei verschiedenen Vereinen. Der eine Verein ist Aerial Arts Austria, da geht es um Luftakrobatik, und der andere Verein ist Hula Hoop Austria, da geht es um das Spiel mit dem Hula Hoop. Das sind alle Kurse und Workshops und sonstige Themen, auch Conventions zum Thema Hula Hoop in Österreich, und umfasst teilweise auch die Vernetzung mit den anderen Bundesländern. Und der Verein Aerial Arts Austria, den haben wir gegründet für das Aerial Arts Austria Festival, das wir 3 Jahre in Reihe veranstaltet haben in Wien.
Und genau, für den mache ich auch noch etwas und da laufen noch einige Kurse über den Verein. Ja, ansonsten war es für mich immer sehr spannend und sehr gut zu planen mit mehreren Standbeinen. Das heißt, ich habe mich nicht immer nur auf das eine Standbein verlassen, weil wenn man selbstständig ist, ist das ja oft so, dass mal eine Sparte ein bisschen besser läuft und dann die andere. Es gibt auch so saisonale Unterschiede. Und da war das immer schön zu wissen, dass sich diese verschiedenen Tätigkeiten ergänzen und ausgleichen und man so ein bisschen mehrere Pferde im Spiel hat und ein bisschen besser jonglieren kann. Ich finde es auch immer sehr angenehm zu wissen, dass ich da verschiedene Tätigkeitsfelder habe, weil das für mich besonders sehr angenehm ist, weil das immer abwechslungsreich bleibt. Genau, da ist man nicht so wie in einem normalen Job, den man jeden Tag von früh bis spät macht, immer nur dieselbe Tätigkeit. Man wird also nicht einseitig, sondern man hat immer diese abwechslungsreiche Möglichkeit zu springen zwischen den verschiedenen Themen, zwischen den verschiedenen Baustellen sozusagen. Welche Ausbildungen habe ich gemacht? Ha, viele. Also ich habe begonnen mit meiner ersten Yogalehrerausbildung. Das war Aerial Yoga. Mein Aerial Yoga Teacher Training habe ich gemacht im Jahr 2013 bei der Sheila Falk, Aerial Yoga Vienna. Da gab es damals das Yoga Fusion noch gar nicht und ich glaube, ich war eine der ersten Schülerinnen dieser Ausbildung in Österreich. Mich hat das Thema Aerial Yoga von Anfang an fasziniert, weil es eben diese Verbindung ist zwischen Yoga und Luftakrobatik, Luftartistik. Und weil es einen wunderbaren, großen, kreativen Spielraum gibt und man sich da wunderbar finden kann und seinen eigenen Stil entwickeln kann. Und das war meine erste Ausbildung in die Yoga-Richtung. Und dann habe ich noch im selben Jahr beim Impuls-Tanzfestival in Wien, ein ganz tolles Tanzfestival, gab es auch eine Yoga-Lehrerausbildung für Tänzer. Und das war auch ein ganz wichtiger, toller Einstieg, auch im Jahr 2013. Die hat, glaube ich, 30 Stunden gedauert und die Aerial-Yoga-Ausbildung 50 Stunden. Und eine ganz tolle Lehrerin hatte ich eben beim Impulstanz, bei dieser Yoga-Lehrerausbildung für Tänzer. Das war die Sri Louise aus San Francisco-Nähe. Und genau, eine ganz tolle, faszinierende Yoga-Lehrerin und Yoga-Aktivistin. Und das war eine besonders gute Ausbildung, sehr grundlegend fundiert, anatomisch sehr, sehr in die Tiefe gehend, aber auch wirklich spannende Einsichten von Anfang an in Sanskrit, die Sprache des Yogas und war insgesamt eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ein wunderbarer Einstieg. Und da habe ich auf alle Fälle Blut geleckt in dieser Ausbildung und wusste, okay, da möchte ich mich noch weiter spezialisieren. Ich habe dann gemerkt, genau, dass ich mich noch etwas weiter in die Tiefe mit dem Thema Yoga befassen wollte und habe dann noch eine 200-Stunden-Ausbildung angefangen, noch im selben Jahr, 2013, in Wien. Die ging über mehrere Module hinweg. Und genau, das war eine klassische Hatha-Yoga-Lehrerausbildung, die auch sehr gut war, sehr mit grundlegendem, fundiertem Wissen. Und genau, die hat dann einige Zeit gedauert, die habe ich abgeschlossen mit einer Lehrprobe und habe dann auch begonnen, gleich zu unterrichten, noch im selben Yoga-Studio, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Ich begonnen, die ersten Grundkurse zu unterrichten. Und war ein wunderschöner Einstieg. Es war toll zu sehen, okay, wie kann man da so direkt eintauchen in die Thematik. Und habe dann gemerkt eben, dass mich einerseits Aerial Yoga sehr, sehr fasziniert und ich hatte schon eine andere Leidenschaft damals, das war das Acro Yoga. Das habe ich nämlich, genau, relativ bald kennengelernt, auch auf meinen Reisen, nachdem ich sehr viel gereist bin immer, vor allem im Winter war ich immer gerne in Asien unterwegs und da habe ich schon ein bisschen Bekanntschaft mit Acro Yoga gemacht und auch im Jahr 2011 war ich in Amerika am Burning Man und da gab es auch ganz viel Acro Yoga und Partnerakrobatik. Und habe dann, wo ich zurück war in Wien, gesucht, wo gibt es das bei uns und habe es gefunden. Das war im Yoga-Zentrum Ganesha, hier im 9. Bezirk, wo auch das Yoga Fusion Studio ist. Und da habe ich meinen ersten Acro-Yoga-Lehrer getroffen, den Boris vom Ganesha-Yoga-Zentrum. Und seine Frau, die René, ist bei uns ja auch Bhakti-Yoga-Lehrerin. Die unterrichtet bei uns in der Ausbildung die Philosophie und die Yoga-Geschichte. Die hat auch Indologie studiert, glaube ich, ja, und ist eine ganz wunderbare Expertin auf dem Thema und eine ganz wunderbar tolle Bhakti-Yoga-Lehrerin. Genau.
Das heißt, sie singt ganz wunderbar. Wir machen auch Kirtan. Und da, genau, habe ich Acro-Yoga gelernt und habe dann auch schnell gesehen, dass mich das super, super interessiert und ich das ganz, ganz spannend und toll finde. Und habe dann eine Acro-Yoga-Ausbildung gemacht. Auf Empfehlung verschiedener Leute. Die habe ich gemacht, Teil 1 in Spanien und Level 2 dann in Griechenland 2 Jahre später. Und infolgedessen auch verschiedenste, vielfältige Acro-Yoga-Immersions besucht. Habe also bei den Acro-Yoga-zertifizierten Lehrern direkt nochmal lernen dürfen. Das ist ein ganz tolles Mentorship- und Trainee-Programm. Und genau, ich bin dann der Tradition von acroyoga.org, also Acro-Yoga International, von Jason Nehmer und Jenny Sauer-Klein. Und fühle mich in dieser Tradition auch ganz, ganz wohl. Und ja, habe auf Acro-Yoga einen sehr großen Fokus gelegt. Und habe dort mich eben sehr in die Tiefe gehend weitergebildet, habe eben ganz viele Acro-Yoga-Festivals, Events und so weiter besucht und habe dann einen Mentor bekommen für mein Immersion-Programm, also um Acro-Yoga-Immersions zu unterrichten. Habe bei der Luzi Bayer mein erstes Mentorship-Programm gemacht für Elemental Immersion und dann bei der Julia Weiß mein zweites Mentorship-Programm für Lunar Immersion. Da geht es mir um die Thai-Massage und die sanften, entspannenden Aspekte von Acro-Yoga. Und genau, das war 2019 meine letzte Acro-Yoga-Ausbildung, meine letzte Acro-Yoga-Weiterbildung. 2020 habe ich noch eine Kinder-Yoga-Ausbildung gemacht. Das hat gut zusammengepasst mit meiner Schwangerschaft damals. Und auch eine Pre- und Postnatal-Yoga-Ausbildung. Beides in Wien. Genau, und war ich sehr, sehr zufrieden mit meinen Weiterbildungen und konnte das auch wunderbar integrieren. Und ja, hat da auf alle Fälle mein Portfolio und meinen Horizont nochmal ganz schön erweitert in Bezug auf, was Yoga alles sein kann und ist. Wenn ich ein besonderes Highlight meiner Ausbildungen aussuchen müsste, dann wäre das sicher meine Acro-Yoga-Ausbildung und vermutlich sogar das Level 1. Die Level 1 Acro-Yoga-Ausbildung war auf alle Fälle, denke ich, für mich ein Game Changer, wo ich eben erkannt habe, was Acro-Yoga wirklich für ein großes Potenzial hat und was es für mich bedeutet und wie viel Spaß es macht, Acro-Yoga zu unterrichten. Ich habe dadurch ganz besonders viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch in Kontakt bin teilweise, mit denen ich dann gemeinsam unterrichtet habe, international und auch in Österreich. Und war auf alle Fälle ein großer, großer Anstoß und ein toller Entwicklungsprozess, der mich sicher um einiges weitergebracht hat auf meiner Yoga-Reise. Ja, also eine ganz besonders tolle Yoga-Lehrerin, die mich ständig begleitet, aber wenn auch nicht persönlich, so zumindest auf Social Media beziehungsweise auch im persönlichen Kontakt. Das ist die Julia Weiß aus Deutschland, also war auch mein Acro-Yoga-Mentor in meiner zweiten Immersion-Ausbildung. Und genau, die hat auf alle Fälle einen ziemlich großen und hoffentlich positiven Einfluss auf mich gehabt und immer noch. Genau, kann ich absolut empfehlen. Julia Weiß findet ihr auf Instagram zum Beispiel. Und postet wirklich regelmäßig ganz, ganz tolle Sachen, weil sie auch ein ganz besonders toller Mensch ist. Und habe von ihr ganz, ganz viel gelernt. Genau, ganz viele Dinge, die ich integriert habe, die ich mir von ihr abgeschaut habe sozusagen. Und die mich sicher als Yogalehrer heute nochmal ausmachen. Eine ganz besonders tolle Inspirationsquelle habe ich auch durch die Julia kennengelernt. Das ist die Brené Brown, eine amerikanische Forscherin, die sich ganz viel mit ganz interessanten Themen befasst, die nicht unbedingt mit Yoga zu tun haben, aber ganz generell mit dem Leben oder wenn man so sagt, Yoga off the mat. Und die hat zum Beispiel The 10 Guideposts for Wholehearted Living entwickelt und ein ganz tolles Buch, mehrere Bücher geschrieben. Und diese 10 Wegweiser für ein ganz herziges Leben, wenn man es so direkt übersetzt, die sind wirklich ganz toll. Die sollte man sich mal anschauen. Wir integrieren die auch immer gerne in unserer Luna Immersion. Da haben wir 5 Tage und jeden Tag haben wir 2 Guideposts, 2 Wegweiser, die wir so an den Beginn der Klasse, an den Beginn des Vormittags und des Nachmittags stellen, die uns inspirierend dann begleiten durch das ganze Programm.
Und genau, diese Brené Brown hat auch ganz viele tolle TEDx-Talks und kann ich sehr, sehr empfehlen, sich die nochmal genau die rauszusuchen. Die hat ganz viel tolle, inspirierende Sachen zum Thema, wie führe ich ein Leben, das mich und andere wirklich glücklich macht. Ja, was braucht es denn so, was für Tools und welches Handwerkszeug kann man denn verwenden und einsetzen? Die hat nämlich ganz tolle Forschungen betrieben, und zwar mit qualitativer Forschung. Also die hat Interviews geführt, ganz viele verschiedene Menschen dazu interviewt zum Thema, genau, welche Tools sie in ihrem Leben verwenden, um sozusagen wholehearted zu leben, das heißt mit dem ganzen Herzen im Leben dabei zu sein. Und da kamen ganz viele tolle, spannende Ergebnisse raus bei ihren Forschungen, und die hat das dann zusammengefasst auf diese 10 Wegweiser, die diese Menschen immer wieder und wieder kam das vor, nämlich in ihren Interviews, also Menschen, die von sich sagen oder von denen andere sagen, dass sie ein ganzheitliches, ein vollherziges Leben führen, da haben sich immer wieder dieselben Themen gehäuft. Dinge, die die täglich machen oder Dinge, die sie in ihren Alltag integrieren, die es ihnen ermöglichen, genau, sich glücklich zu fühlen. Ja, also die Brené Brown, ein ganz heißer Tipp. Und ansonsten war ich immer schon sehr fasziniert von Eckhart Tolle. Ein tolles Buch geschrieben, Stille spricht, genau, oder auch The Power of Now, die Kraft der Gegenwart. Genau, hat ganz viele tolle, inspirierende Interviews und Reden, also sozusagen Talks auf YouTube auch zu finden. Der Deepak Chopra natürlich, ein ganz toller, faszinierender, genau, Mensch, der auch immer wieder versucht, eben die wissenschaftliche Seite, also er ist ja auch Arzt, mit der spirituellen Seite, gerade er als Inder, genau, mit der indischen Mythologie, mit der indischen, ja, Sichtweise der Welt, das zusammenzubringen, und genau, da versucht er auf alle Fälle große Brücken zu bauen. Sehr spannend, was da so passiert auf seinen Podcasts und so weiter. Und dann gibt es auch noch den Krishna Takis, genau, weil der ist ein ganz toller Thai-Massage-Lehrer aus dem Sunshine-Haus in Griechenland, und der ist auf alle Fälle auch sehr faszinierend, genau, denn wenn man da mal einen Kurs buchen möchte, unbedingt zum Krishna Takis ins Sunshine-Haus nach Griechenland oder mal schauen, wo er einen Workshop wieder mal gibt, demnächst hoffentlich bald. Der ist sehr empfehlenswert, und wenn ich mal Inspiration brauche, dann bin ich ganz oft unterwegs auf der Seite von der Marianne Williamson, das ist eine spannende Amerikanerin, die sehr viel mit dem Kurs im Wundern arbeitet, A Course in Miracles. Genau, und die kann ich auch sehr empfehlen. Hatte früher immer, bevor sie als Präsidentschaftskandidatin in den USA angetreten ist, hatte sie immer dienstags einen Free-Livestream. Genau, mit einer Lesung, mit einem Talk und dann mit anschließenden Fragen beantworten. War super spannend, kann man, glaube ich, sicher noch mal irgendwo nachhören. Ja, kann ich sehr empfehlen. Das sind so meine Tipps. Also, für mich ist Flow, wenn man in seiner Tätigkeit komplett aufgeht und vergisst, was gestern war, was morgen ist, und ganz im Moment bei sich und seiner Bewegung ist. Das ist für mich Flow. Es gibt eine generelle Flow-Theorie, die ist auch Teil unserer Ausbildung. Und da gibt es verschiedene Forscher und Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Was ist Flow und was ist dieser Flow-Zustand? Und so der größere Konsens ist eigentlich ja, dass Flow immer da passiert, wo man sich bewegt zwischen Anstrengung, Überforderung und Unterforderung. Und auf diesem Weg dazwischen, wo einem plötzlich alles leicht fällt und ein bisschen irgendwie leicht von der Hand geht, fast automatisiert, da entsteht Flow. Und dieser Flow-Zustand ist eben deswegen so besonders, weil er eigentlich ist wie eine Meditation. Und das kann eben durch den Flow ganz gut auch mit Bewegung passieren, also wie eine bewegte Meditation. Und das erfahre ich halt immer wieder auch in den Flow-Yoga-Klassen, in den Flow-Yoga-Stunden, wo wir ja ganz bewusst einzelne Yoga-Übungen aneinander reihen und dann auch wiederholen und jeder auch gerne in seinem eigenen Tempo machen kann, dass man da so wirklich reinkommt in diesen Fluss, weil Flow bedeutet ja nichts anderes wie Fluss, dass man in diesem Fluss der Bewegung ankommt und aufgeht und auch da bleiben kann und verharren kann, so wie einen Anker zu setzen. Und dass man da dann auch wirklich so einen Moment der Stille
obwohl man sich bewegt, oft eine Stille im Kopf, ein Moment der Stille, ein Moment der Achtsamkeit, ein Moment des einfach nur Daseins. Und das ist das Heilsame, glaube ich, an dieser Flow Experience. Das ist das Schöne und das ist das, warum das so viele Menschen fasziniert und warum so viele Menschen vielleicht auf der Suche nach diesem Flow sind. Also Flow Yoga, ein ganz wichtiges Tool, auch in unserer Ausbildung und ein ganz, ganz wichtiges Steckenpferd. Und ich glaube, ich habe mit dem Flow ja schon vor Yoga auch Bekanntschaft gemacht, denn Flow ist auch bei den Tanzformen, die ich ganz zu Beginn entdeckt habe, auch immer ein ganz wichtiges Thema. Die nennen sich auch Flow Arts. Das ist zum Beispiel das Spiel mit einem drehenden Stab oder das Spiel mit zwei Bällen an Schnüren, die sich umeinander drehen in Achtern und kreisenden Bewegungen. Genau, und dieser, auch der Feuertanz, das ist eigentlich alles sehr, sehr flow-orientiert. Das heißt, da geht es eigentlich eh darum, diese einzelnen Bewegungen, diese einzelnen Tricks, manchmal auch Zirkustricks, aneinander zu reihen, beziehungsweise so freihändig, auswendig zu spielen, dass man sie auch immer wieder neu aneinander knüpfen kann, ohne nachzudenken. Und dass man selbst in diesen Fluss, diesen Bewegungsfluss hineinkommt, wo der Körper einfach macht, fast automatisiert, wie auf Autopilot, und der Kopf plötzlich frei wird. Ja, das gibt sich auch in ganz vielen anderen Sportarten zum Beispiel. Ich glaube, bei ganz vielen Wettkampfsportlern ist das der Fall. Wenn sie in diesen Flow-Zustand kommen, haben sie die besten Leistungen. Beziehungsweise, genau, gibt es den Flow-Zustand aber auch in Stille. Also man kann auch sitzend einen Flow-Zustand erreichen, angeblich. Vielleicht geht es dann mehr um den Gedankenfluss. Aber Flow, genau, ist sehr weitläufig, kann jeder für sich selbst definieren und erfährt auch jeder anders. Darum ist das mit dem Flow auch so spannend. Ja, Aerial Yoga war mein erster Einblick in Yoga überhaupt. Und ich liebe Aerial Yoga, weil Aerial Yoga so wunderbar verspielt ist. Aerial Yoga ist einerseits verspielt, andererseits auch besonders kreativ. Also ich glaube, dass diese Mischung aus Kreativität, Verspieltheit und auch Leichtigkeit mich von Anfang an so fasziniert hat. Also beim Aerial Yoga hat man ja das Tuch, das von der Decke hängt, an zwei Punkten oben fixiert ist, wie eine Hängematte, also wie so ein Hängesessel. Und man kann sich dann darin einschlingen, in verschiedensten kunstvollen Varianten. Man kann dann mit dem Tuch schwingen und man kann auch wunderbare Yoga-Übungen damit machen. Man kann wunderbar entspannen, das ist das Faszinierende. Es hat dieses Gefühl von dem schwerelosen Schweben. Und vor allem Umkehrhaltungen werden durch das Yogatuch besonders einfach und das ist auch wirklich ein ganz, ganz großer Benefit, den man für sich selbst entdecken kann. Und darum macht, glaube ich, Aerial Yoga unterrichten auch so besonders viel Spaß, weil es besonders leicht ist, auch für Anfänger einen Zugang zu finden zum Yoga. Es macht auch das Atmen im Yogatuch einen ganz anderen Effekt. Man hat das Tuch, das fast mitatmet. Und durch dieses Hängen hat man diesen wahnsinnigen tollen Effekt in der Wirbelsäule, dass die Wirbelsäule endlich aushängen und entlasten kann. Und das kann man eben richtig rum machen, aber auch andersrum, Kopf nach unten. Und das ist dann nochmal ein ganz besonderer Benefit für den gesamten Körper, wenn auch der Blutfluss umgekehrt wird. Und gerade bei den Wirbeln ist es das Tolle, dass die ein bisschen mehr Platz entsteht zwischen den Wirbelkörpern und dass dann die Bandscheiben oft gut entlasten können und oft auch sich leichter tun zu regenerieren. Und ja, das ist, glaube ich, so ein etwas, was uns alle hier im aktuellen Leben, dass wir viel im Sitzen und an Computern verbringen, begleitet, ist, dass wir mit unserer Wirbelsäule etwas achtsamer umgehen müssen und auf unsere Haltung ein bisschen besser aufpassen sollten. Und da ist ja Yoga genau ein totaler Gamechanger. Und im Aerial Yoga Tuch ist das Ganze besonders einfach, besonders lustig, macht besonders Spaß und hat auch immer so etwas von einem Urlaubsfeeling. Dieses Hängematten-Feeling ist einfach unschlagbar. Acro-Yoga ist für mich was ganz Besonderes, weil man es nicht alleine praktizieren kann. Acro-Yoga brauche ich immer mindestens 2 bis 3 Leute. Im besten Fall 3. Wir haben immer die Base, die liegt am Boden. Dann haben wir den Flieger, der turnt auf den Füßen meistens herum. Und dann haben wir den Spotter, der ist für die Sicherheit zuständig. Und in dieser Dreier-Kombination ergibt das eine ganz tolle, wunderbare Eigendynamik.
Es geht beim Acro ja ganz viel um Teamwork, um Partnerarbeit, aber auch um Teamwork, eben zu dritt gemeinsam was zu erreichen, wobei es eben im Acro ja nicht darum geht, irgendeinen Trick zu erreichen. Das ist das Tolle und das Faszinierende. Beim Acro-Yoga ist ganz, ganz wichtig der Weg, das Ziel. Das heißt, man versucht, verschiedene lustige Figuren gemeinsam auf die Beine zu stellen, aber es geht nicht darum, dass wir das unbedingt perfekt erreichen und damit einen Preis gewinnen, sondern es geht darum, gemeinsam am Weg dorthin Spaß zu haben. Und das ist für mich das Faszinierende und das Tolle und der wunderbare Mehrwert am Acro-Yoga. Ich lerne nebenbei ganz wunderbar zu kommunizieren. Man muss nämlich dann zu dritt im Team wirklich ganz toll, man entwickelt automatisch wunderbare Tools und im besten Fall angeleitet durch gute Lehrer, wie man miteinander besonders angenehm kommunizieren kann, dass alle im Team sich wohlfühlen und dass es für alle einen Mehrwert hat und dass jeder was davon hat und vor allem im besten Fall auch jeder Spaß hat. Ja, Kommunikation, dann geht es ganz viel um Vertrauen. Im Acro-Yoga kann ich mein Vertrauen schulen. Ich muss meiner Base vertrauen, dass sie mich trägt. Die Base muss dem Flieger vertrauen, dass er sich langsam bewegt, keine ruckartigen Bewegungen macht, achtsam ist, gut kommuniziert. Und wir müssen auch alle dem Spotter vertrauen, dass er uns im Zweifelsfall wieder auf den richtigen Weg bringt oder sanft zu Boden begleitet. Ja, also Acro-Yoga hat diese Facetten und ist ganz generell eine Yoga-Form, die vor allem auch ganz viel dafür tut, Gemeinschaft zu etablieren. Das heißt, durch diese Dreierkonstellation im Team und dann am liebsten trainieren Acro-Yoga sehr generell in großen Gruppen, ergibt das eine ganz tolle Gruppendynamik und ein Gemeinschaftskonzept, das ein ganz wichtiger, zentraler Bestandteil im Acro-Yoga ist. Ja, und dann haben wir auch auf alle Fälle die Verspieltheit. Das heißt, Acro-Yoga ist ein bisschen wie Kinder, die rumtollen. Und das ist etwas sehr Erfrischendes und etwas, was wir auf alle Fälle mehr in unserem Leben brauchen, dieses Spiel. Wir haben als Erwachsene, glaube ich, sehr oft und sehr viele von uns verlernt zu spielen. Und Acro-Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, Spiel wieder in unseren Alltag einzuladen. Und dann sieht man auch, wie befreiend das sein kann. Genau. Und das ist auch wieder so ein Moment, beim Acro-Yoga kann ich an nichts anderes denken. Da bin ich nur beim Acro-Yoga. Da kann ich mich nur um das kümmern und spüre dann danach, dass ich mich mindestens 90 Minuten lang um fast gar nichts anderes gesorgt und gekümmert habe und wieder ganz erfrischt und ganz mit einer anderen Sichtweise herauskomme aus der Praxis. Ja, und Acro-Yoga macht besonders viel Spaß zu unterrichten auch, wenn das meistens große Gruppen sind und es diese Gruppendynamiken gibt, die man erkennt, ein bisschen lenken kann. Weil die Schüler meistens immer sehr, sehr viel Spaß haben dabei. Und das Schönste sind echt die Momente, wo man gemeinsam erfolgreich scheitert. Das sind oft die lustigsten Momente, wo man gemeinsam sanft unfällt oder einfach mal irgendwas nicht klappt und man sich dann gegenseitig so lange motiviert, bis man dann doch einen Lösungsweg findet. Und darum geht es eben oft. Eigentlich nur den Spaß an der Sache und die Freude an der Bewegung. Yin-Yoga hat für mich einen ganz besonderen Stellenwert, weil ich eher ein sehr energetischer Typ bin, ein Typ, der viel im Tun und im Machen ist. Und Yin-Yoga mich so richtig dazu zwingt, sage ich mal, in die Ruhe, in die Stille zu gehen. Und das nicht nur für ein Shavasana am Schluss meiner Praxis, sondern für länger. Und weil ich durch Yin-Yoga auch wirklich erfahren habe, wenn ich mich so ganz bewusst auf eine Yoga-Position alleine einlasse und nur die und sonst nichts, das und meine Atmung, dass das eine ganz andere Qualität hat. Dass da Yoga nochmal eine ganz neue Dimension eröffnet hat für mich. Ich war eher so ein dynamischer Yoga-Typ, genau, zwar gelernt im Hatha-Yoga, aber dann meine Leidenschaft im Vinyasa-Flow gefunden und habe aber eben erst danach dann Yin-Yoga entdeckt und das war ein wunderbarer, toller Ausgleich für mich. Einerseits meditativ, andererseits auch heilsam, in diese Dehnung zu gehen und auch immer so an dieser Grenze zu sein, okay, fühle ich mich da jetzt gerade noch wohl, gehe ich noch ein Stück weiter, kann ich dann nochmal reinatmen, komme ich wieder zurück raus, also diese Selbstachtung von meinem Körper auch zu entdecken und zu spüren, wirklich ganz bewusst hineinzuspüren, tut mir diese Bewegung jetzt gerade noch gut oder muss ich sie für mich variieren, sodass sie für meinen Körper passt? Also eine ganz, ganz tolle und wichtige Schule, eine ganz wichtige Lektion, die ich im Yin-Yoga da gelernt habe und genau, darum glaube ich, dass Yin-Yoga auch einen ganz, ganz wichtigen und ganz heilsamen Stellenwert hat und ist darum auch Teil in unserer Ausbildung. Und
Ja, Bhakti Yoga ist auf alle Fälle etwas, wofür ich total schwärme. Ich liebe es zu singen, auch wenn ich wahrscheinlich nicht besonders gut singe. Aber da habe ich gelernt, dass mir das egal ist. Ich singe gerne, vor allem ich singe gerne mit. Alleine singe ich vielleicht nicht so gerne, aber wenn ich beim Kirtan bin, vor allem auch genau meine Kirtan-Erfahrungen im Yoga-Zentrum Ganesha, auch mit der René Sunbird und mit Boris, sind immer ganz besonders tolle Erlebnisse. Und dieses gemeinsame Singen hat wirklich was ganz Besonderes. Und ja, Mantras singen. Mantras haben so eine wunderbare Kraft. Es ist unglaublich, genau, was Bhakti-Yoga da wirklich für eine heilsame Kraft haben kann. Und ja, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Teil für mich auch vom Yoga. Etwas, was ich auf keinen Fall missen möchte. Und jede Bhakti-Yoga-Klasse, also jede Bhakti-Yoga, jeder Kirtan ist für mich immer ein Highlight. Bhakti-Yoga ist ja ein ganz großer genereller Begriff. Bhakti-Yoga bedeutet ja eigentlich nur Yoga der Hingabe. Und das kann man ja auf viele verschiedene Arten praktizieren. Ich finde aber, Bhakti-Yoga in Verbindung mit Singen ist für mich die einfachste Form des Bhakti-Yogas. Also Mantras singen in dieser hingebungsvollen Art und Weise, das auch mal so an eine höhere Macht abgeben, was auch immer mich gerade bewegt. Das habe ich als sehr, sehr spannend und sehr, sehr tiefgehend empfunden. Drum ist Bhakti Yoga ein ganz, ganz wichtiger Teil für mich und freue mich auch, dass das ein Teil in unserer Ausbildung ist und wir da eine ganz, ganz tolle Lehrerin dazu haben. Ich glaube, mein Lieblingsmantra, das ich am häufigsten verwende, ist Soham. Genau, Soham. Ich mag es deswegen, weil es besonders einfach ist und kurz, besteht aus nur zwei Silben, So und Ham. Und Soham steht ja nur eigentlich für ich bin, im Sinne von es ist, im Sinne von wir sind und im Sinne von ich bin so, wie ich bin und das ist gut. Und vor allem auch, genau, wir sind das Universum und wir sind auch alle eins. Also das hat so viele Facetten, das zu haben, kann man auch so viel unterschiedlichst interpretieren und ist für mich deswegen auch am einfachsten greifbar, weil ich mit diesem Ich bin, und das ist auch schon genug, einfach wirklich gut arbeiten kann. Genau, man hat oft so viele Bilder, wie sollte man gerade sein, wie sehen einen die anderen, ganz viele soziale Prägungen, alles Mögliche, was in unserem Kopf da an Gedankenkino und so weiter abgeht. Und dann einfach mal zu dieser simplen Tatsache zurückzukommen, dass ich bin und das eigentlich schon reicht, ist für mich besonders wohltuend. Und das hilft einem auch total, finde ich, eben ich bin jetzt, einfach nur in diesen jetzigen Moment einzutauchen. Kurz beiseite zu legen, was vorhin war und was nachher ist, da kann ich mich noch später drüber sorgen, kann ich dann später noch Pläne machen und wirklich nur jetzt in diesem Moment kurz zurückzukommen, vielleicht auch mal länger. Und da hilft mir Soham total. Soham ist, finde ich, deswegen auch so einfach, weil man kann immer bei jeder Einatmung so denken, so, und bei der Ausatmung Ham. Und das kann man still für sich machen, man könnte es auch singen. Gibt auch ein ganz, ganz viele tolle verschiedene Varianten zum Soham-Mantra in gesungener Form. Und Soham ist etwas, was ich für mich selber persönlich oft verwende und auch gerne im Unterricht anwende, weil es auch für Einsteiger und Neulinge gut greifbar ist und relativ leicht zu erklären. Soham. Yoga Nidra ist eindeutig eine ganz besonders tolle und spannende Form des Yogas. Wurde ja schon vor vielen, vielen Jahren entwickelt. Und es gibt mittlerweile verschiedene Yoga Nidra Formen, die daraus weiterentwickelt wurden aus der Ursprungsvariante. Und Yoga Nidra ist ja der yogische Schlaf sozusagen. Und ist wahrscheinlich die passivste Form des Yogas, denn man liegt wirklich nur im Shavasana und begibt sich aber auf diese Gedankenreise, also wie eine Fantasiereise. Und genau, ein gut angeleitetes Yoga Nidra ermöglicht es, zumindest habe ich das so empfunden, wirklich die fünf Koshas, die fünf verschiedenen Körperebenen zu entdecken und zu spüren. Und das war für mich das Faszinierende am Yoga Nidra. Es ist ja beim Yoga Nidra so, dass man durch verschiedene angeleitete Übungen
durch die verschiedenen Körperebenen geleitet wird. Die fünf verschiedenen Körperebenen in der yogischen Philosophie, in der yogischen Grundlehre sind die fünf Koshas, die wird auch genannt das Panchamaya-Kosha-System. Diese verschiedenen Körperebenen, die gehen von außen nach innen und die innerste umschließt dann den wahren Kern, unser wahres Selbst. Die äußerste Hülle ist die, die man auch greifen kann, das ist die körperliche Hülle, hier durch die Haut begrenzt. Wird auch die Nahrungshülle genannt, weil das alles ist, was wir mit unserer Nahrung nähren, und geht dann immer weiter nach innen und wird immer feinstofflicher. Da geht es dann auch um Prana, den Atemfluss, und dann geht es noch immer weiter auch um unsere Gedanken, und dann wird es immer noch feinstofflicher und feinstofflicher, und ganz innen dann die letzte, die fünfte Hülle ist Anandamaya Kosha, die Hülle der Glückseligkeit, und da drinnen verpackt ist dann nochmal unser wahrer Kern. Und das ist super spannend, durch diese Übungen, die man im Yoga Nidra angeleitet bekommt, während man sich in dieser kompletten Entspannung befindet, da so ein bisschen durchzutauchen durch diese Konzepte und sich das auch so vorzustellen, wie man immer weiter nach innen kommt, zum innersten Kern. Und das fand ich besonders faszinierend. Was manchmal nicht ganz leicht ist im Yoga Nidra, ist wach zu bleiben. Es ist auch wirklich eine spannende Übung, also so ein mentaler Prozess, ein mentales Training, bewusst zu versuchen zu entspannen, aber nicht komplett sofort wegzudriften. Man sagt zwar, Yoga Nidra wirkt auch, wenn man wegdriftet, es wirkt ja auch sehr feinstofflich, und man kann das auch so ein bisschen trainieren, dass man jedes Mal sich auch vornimmt, wirklich wach zu bleiben. Aber ansonsten habe ich Yoga Nidra als eine sehr, sehr spannende Yoga-Form eben entdeckt und ist ja auch angeblich eben eine der Yoga-Formen, wo man ganz besonders viel mit Wünschen arbeiten kann und Themen, die man gerne, sag mal, erreichen möchte oder Themen, die man gerne bearbeiten möchte, wo man auch ganz bewusst eben Samen pflanzen kann und diese Samen dann durch die Yoga-Nidra-Praxis aufgehen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr faszinierende Herangehensweise. Und deswegen ist Yoga Nidra auch so spannend. Und ich freue mich immer über die Yoga Nidra Sessions in unserer Ausbildung und die anschließenden Feedbackrunden. Das ist wirklich immer sehr, sehr spannend und wirklich wunderbar aufschlussreich. Und kann ich jedem sehr ans Herz legen. Also ich unterrichte wahrscheinlich, wenn ich mich entscheiden müsste, unterrichte ich am liebsten Acro-Yoga. Acro-Yoga ist auf alle Fälle der Unterrichtsstil, finde ich, der auch für die Lehrer am meisten Spaß macht. Ich liebe auch Aerial-Yoga und ich liebe auch Flow-Yoga, genauso Yin-Yoga, aber im Acro-Yoga habe ich wahrscheinlich auch als Lehrer, vielleicht auch als Schüler, meine größte Leidenschaft gefunden. Ja, privat, also zu Hause ist es bei mir entweder Yin oder Flow-Yoga. Wobei bei mir zu Hause das manchmal schwierig ist, mit meiner Tochter wirklich die Ruhe zu finden. Aber wenn die Ruhe da ist, ab und zu auch mal gemeinsam auf einer Matte, ist es Yin-Yoga, weil es besonders einfach ist, sage ich mal, da muss ich mir nicht viel ausdenken. Da weiß ich, ich mache diese und jene Übungen und dann kann ich mich drauf einlassen. Oder ich mache einen Flow, genau. Und da mache ich auch gerne mal was von entweder YouTube oder verschiedenen anderen Yoga-Plattformen. Und da ist auch ganz oft Inside Flow dabei, genau, weil ich das eine ganz, ganz tolle Form finde, Möglichkeit finde, um in den Flow hineinzukommen mit einer coolen Musik. Und weil mich das auch tänzerisch immer anspricht, weil das diese Choreografie ist, diese Yoga-Choreografie, die ich dann machen kann, so ein Musikstück genau im Takt abgestimmt, und das holt mich immer wieder ab. Ja, also ich und die Schiele, wir sind die beiden Lead-Trainer, also wir sind die Hauptlehrer sozusagen, uns sieht man am öftesten, denn wir unterrichten alle Asana-Fokus-Module. Das ist 1 bis 3, drei verschiedene Module, die aufgeteilt sind auf verschiedene Tage.
Und da widmen wir uns den einzelnen Yoga-Positionen und den einzelnen Yoga-Kategorien oder Yoga-Familien, den Übungsfamilien. Und da geht es dann eben um Vorbeugen, Rückbeugen, stehende Positionen und so weiter. Und da genau analysieren wir die verschiedenen Asanas einzeln. Wir machen immer die Morgenpraxis zu einem bestimmten Fokusthema. Dann schauen wir uns die einzelnen Übungen genauer an, analysieren, sprechen über Hands-on, sprechen über Adjustments, sprechen darüber, was man falsch machen kann, was Schüler oft und gerne falsch machen, wie man da den Schülern helfen kann, wirklich auch anatomisch korrekt zu arbeiten. Wir haben ein eigenes Anatomie-Modul, wo dann nochmal spezieller drauf eingegangen wird, aber es kommt auch immer wieder in den Asana-Fokus-Modulen vor. Ja, und da leiten ich und die Schüler durch die Ausbildung durch. Ich unterrichte auch Aerial-Yoga, also den Aerial-Yoga-Teil mit der Schüler gemeinsam. Und ich unterrichte natürlich auch den Acro-Yoga-Teil. Genau, da kommt auch immer ganz viel Partner-Yoga dabei vor. Und wir haben auch Thai-Yoga natürlich mit dabei. Das ist praktisch der Thai-Massage-Teil, der zum Acro-Yoga mit dazugehört. Das fließt auch in der Ausbildung mit ein. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Kombi. Und ich habe immer wieder eine Freude an dieser Vielseitigkeit und an dieser Vielfältigkeit in der Ausbildung, im Unterrichten und mit den Schülern gemeinsam. Ich habe ein E-Book geschrieben und in diesem E-Book habe ich alle meine Top-Tipps zusammengefasst, wo ich glaube, dass mir das geholfen hätte, ganz zu Beginn, als ich angefangen habe, Yoga zu unterrichten. Und zwar bin ich da jetzt hauptsächlich darauf eingegangen, wie ich mein Angebot an die Leute bringe. Und das E-Book heißt 13x3, keine Hexerei. Und zwar sind das 13x3 Yoga-Marketing-Tipps. Und genau, das ist auf alle Fälle etwas, was ich allen angehenden oder frisch gebackenen Yogalehrern ans Herz legen kann, sich runterzuladen von der flowyogamultistyle.com Webseite, weil da gibt es das E-Book gratis und es gibt auch ein gratis Webinar dazu, wo ich darüber noch ein bisschen mehr erzähle. Und man kann sich das einfach runterladen und sich diese 13x3 Tipps anschauen. Das sind 13 verschiedene Kapitel, also zum Thema zum Beispiel Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, aber auch andere Ideen, so wie Networking und brauche ich einen Flyer, brauche ich eine Visitenkarte und solche Geschichten. Auch Google, verschiedene, genau, Facebook Ads, Google Ads und so weiter, macht das Sinn? Genau, wie ist das? Genau, gibt es einen kurzen Einblick in verschiedenste Themen, 13 Kapitel und jeweils 3 Tipps dazu. Und das ist auf alle Fälle mal ein guter Einstieg. Man kann dann natürlich dann immer noch sich mehr in die Tiefe gehend damit befassen. Aber ich glaube, damit hat man schon mal ein gutes Toolkit, um das, was man anzubieten hat, auch wirklich an den Mann und an die Frau zu bringen. Wie integriere ich Yoga in meinem Alltag? Ja, also Yoga zu Hause bei mir auf meiner Matte ist manchmal, wie gesagt, so ein bisschen schwierig mit kleinem Kind. Aber genau, wenn ich mir dann den Freiraum geschafft habe, genieße ich das sehr. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe, dann wird die Praxis etwas kürzer oder länger. Und ansonsten Yoga in meinem Alltag, ist Yoga ja eigentlich mehr als nur Yoga auf der Yogamatte. Genau, ich sehe halt da schon, dass mich Yoga und zum Beispiel die Yoga-Philosophie in meinem restlichen Leben auch begleitet, so im Hinblick darauf, wie gehe ich mit mir selber um und wie gehe ich mit den anderen um. Das sind schon diese Yamas und Niyamas, die wir auch in der Ausbildung immer wieder besprechen, von den Yoga-Sutren von Patanjali, die auch solche, so wie 10 Guideposts von der Brené Brown, sind das so 10 Do's and Don'ts oder Empfehlungen, genau, die man in sein Leben integrieren kann, um diesen yogischen Weg zu gehen. Und die haben mir schon sehr oft und sehr viel geholfen. Auch wenn man sich immer so an einer Stelle mal befindet, wo man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, dann ist es oft gut, sich wieder auf diese, kann man sich diese Philosophie nochmal zu Gemüte führen und nochmal nachlesen. Was würde da als ein Yogi empfehlen? Wie ist die yogische Sichtweise dazu? Und dann nochmal kurz überprüfen mit meiner inneren Stimme. Stimmt das auch mit mir überein? Und dann kann man meistens gut, genau, also eine tolle Entscheidungshilfe kann ich, genau, habe ich schon oft angewandt und kann ich sehr empfehlen. Aktuell würde ich sagen, meine Lieblingsasana, eine Vorbeuge. Ich glaube, es ist eine Vorbeuge, ich würde sagen, eine sitzende Vorbeuge.
Und vorbeugend deswegen, genau, weil ich finde sie so angenehm, um den Rücken zu entlasten. Ist für mich besonders angenehm gerade aktuell. Ah, und dann auch noch eine, was ich auch sehr gern mache, ist momentan so ein bisschen Restorative Yoga. Und da ist zum Beispiel auch eine ganz tolle Übung mit dieser Rückbeuge, weil man gerade so vom Computer, wenn man viel am Computer sitzt oder auch hier viel Kinder trägt, dann hat man hier diese krumme Haltung und dann ist eine Rückbeuge eigentlich das Perfekte und das mache ich dann manchmal. Ich lege mich zu Hause nur auf die Matte, ich nehme mir einen Yoga-Polster oder auch ganz normale Polster und lege mir die unter den oberen Rücken, lege mich dann drauf, sodass meine Schultern nach unten sinken und hier der Brustkorb ganz automatisch ganz weit wird. Und man kann das dann noch für sich mit Decken, genau, vielleicht Decke gerollt unter den Nacken oder was auch immer man braucht, um hier wirklich ganz loszulassen und in diese ganz sanfte Öffnung hineinzugehen. Ja, das ist, glaube ich, was ich ganz gerne mache, eben auch so eine intensive Vorbeuge nachspüren und dann vielleicht eine ganz sanfte Rückbeuge. Und auch oft in diesem Yin und Yang nachzuspüren und reinzuspüren, was brauche ich gerade und wo bleib ich gerade länger und wo bleibe ich vielleicht ein bisschen kürzer. Ja, das tut mir gut. Ich würde sagen, die Hummelatmung. Die Hummelatmung ist ganz besonders toll, auch in Stresssituationen, um wirklich runterzufahren, um sich zu erden, um sich kurz auszuklinken, wenn alles so ein bisschen zu viel wird. Man kann das eben ganz simpel machen, indem man einfach nur die Augen schließt und summt und dabei ganz langsam und lange ausatmet, dann tief einatmet, vielleicht mit der yogischen dreigeteilten Atmung und dann nochmal ausatmen, summt. Also zum Beispiel so. Dann kann man das Ganze noch intensivieren. Kurz überlegen. Ich glaube, mit den Daumen auf die Ohren und mit den Fingern mehrere oder wenige auf die Augen, um die Augen so zu schließen und die Ohren etwas zu verschließen. Und dann wird das Ganze noch intensiver. Wenn einem das zu viel ist, kann man das eben weglassen. Aber das macht das nochmal wirklich sehr, sehr angenehm. So wäre, glaube ich, die traditionelle Handhaltung. Und dann, wenn man summt, dann vibriert das so richtig im ganzen Kopf und auch im ganzen Körper. Und harmonisiert den ganzen Körper. Wird auch ganz viel im Schwangeren-Yoga gemacht. Da habe ich es wirklich noch mal öfter praktiziert als sonst. Und wirkt total beruhigend. Genau, also fokussierend, beruhigend. Und genau, auch wenn man es nur dreimal macht, ist schon ein super toller Effekt. Und wenn man es länger macht, wird man spüren, wie sich das potenziert mit jeder Hummelatmung. Brahmari, die Hummelatmung. Ich mache ganz super gerne Mantra-Meditation, wobei ich nicht immer selber singe. Ich lege mir ganz voll gern eine gute Musik auf meine Kopfhörer und setze mich dann an einen tollen Platz, entweder in meinem kleinen Yoga-Nest oder am besten, wenn es geht, auch in der Natur. Augen schließen und dann dieses Mantra anhören. Das sind manchmal traditionelle Mantren oder aber auch moderne Formen von verschiedensten neuen Interpreten. Genau, da gibt es ganz viele tolle. Und genau, je nachdem, wie lang der Track dauert, das ist ja meistens so circa mindestens 5 bis 10 Minuten, habe ich dann eine kleine Kurzmeditationspraxis. Genau, und das fällt mir besonders leicht, weil da habe ich die Tools, setze ich mich hin, ich stöpsel mich meine Ohren zu und dann kann ich mich nur auf das konzentrieren und hilft auch total natürlich, wenn man auf Kopfhörern arbeitet, den Fokus zu halten. Und genau, man kann dann entweder über den Sinn des Mantras, über die Wirkung des Mantras nochmal mitmeditieren. Man kann es in der Stille dann auch nachklingen und nachwirken lassen und nochmal nachspüren. Drum ist für mich die Mantra-Meditation eine, die ich sehr gerne wähle. Und ansonsten liebe ich die Chakren-Meditation, wo ich mich wirklich hinsetze und ganz konkret von unten nach oben alle Chakren durchatme. Und mich verbinde auch immer mit den Qualitäten, für die die Chakren stehen. Und das ist eine Übung, die interessanterweise meistens länger dauert, als ich denke. Ich denke mal, ja, ich setze mich schnell hin und mache mal so schnell zwischendurch, genau, und dann genau, vielleicht so 10 Minuten und meistens sitze ich da aber sehr viel länger. Wenn man nämlich wirklich zumindest in jedes Chakra dreimal tief einatmet und sich auch verbindet mit genau, was auch immer da auf einen noch hochkommt, was da für Themen gerade aktiv sind,
dann dauert das manchmal länger als gedacht und das ist ja eigentlich super. Genau, also wenn man da wirklich dann so richtig schön drin aufgehen kann. Also die Chakra-Meditation finde ich immer sehr, sehr ansprechend und ist, glaube ich, für viele auch ein guter Einstieg, sich mit der ganzen Thematik rund um die Chakren, die sieben Energieräder, zu befassen. Wir haben dazu ein ganz tolles Webinar online auf der Flow Yoga Multistyle-Seite mit der Sheila. Da gibt es eine 90 Minuten Chakren-Yoga-Webinar-Klasse, die ich total empfehlen kann, weil da ganz viele tolle Sachen drin vorkommen, die übrigens auch Teil unserer Ausbildung sind. Super. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe alle Fragen erfolgreich beantwortet. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen über mich, über unsere Ausbildung und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Alles Liebe! Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deine Bewertung für unseren Kanal. Für mehr Updates folge uns gerne auf Instagram. Dort findest du uns unter Flow Yoga Multistyle. Interessierst du dich speziell für Aerial Yoga? Schau vorbei in unserer Facebook-Gruppe Aerial Yoga Netzwerk. Schreib mir sehr gerne persönlich, wenn du noch Fragen oder Feedback hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge in deinem Podcast Flow Yoga Multistyle.